Hallihallo und willkommen zurück bei Batman Arkham City. Ich bin der Baume und ich bin immer noch auf der Suche nach den 100%. Ich glaube, wir sind gerade so bei 64. Keine Ahnung, aber es geht auf jeden Fall voran. Es geht weiter, weiter, weiter. Und wir haben auch ein paar Leute, die uns da gerne bei helfen, auf die wirklich 100% zu kommen. Das da ist zum Beispiel einer von denen. Der hat sich extra grün angemalt, damit wir den auch unter der Masse erkennen, weil er uns gerne was sagen möchte. Aber was das ist, das macht er nur heimlich, ja, wenn die anderen nicht zuhören. Darum muss ich jetzt erstmal einen nach dem anderen Hops nehmen hier, ja? Das geht auch ganz leicht. Erstmal mache ich den seine Pistole aus. Dann mache ich den seine Pistole aus. Und der da unten ist mir eigentlich egal. Noch. Okay, da oben ist noch einer. Den könnte ich gleich komplett ausschalten. Können wir irgendwo uns hingrappeln? Warte mal, ich line-launche mich mal. Geht nicht? Kann ich nicht den... Wieso nicht? Okay, dann gleite ich halt eben darüber. Das geht auch. Ja, das geht sogar viel besser. Da unten ist noch jemand. Warte mal. Geht denn der hin? Was treibst du da? Ich hätte dich fast abgeknallt. Du musst cool bleiben, Mann. Nicht, dass du die falschen Leute umlegst. Genau. Also eigentlich nicht, aber tschüss. Wer sich übrigens wundert, dass die alle so große Köpfe haben, das ist ganz normal. Das ist immer so in dem Spiel. Hm? Genau. Was, glaubst du mir nicht? Wieso sollte ich dich anlügen? Macht überhaupt keinen Sinn. La 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 la, du bist tot. La la la. Nein, nein, du bist nicht tot, du bist betäubt. Betäubt, betäubt. Wir bringen keinen um. Nein, nein, nein. La 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 la. Ich bin halt exzessiv auf Riddler-Trophäenjagd und da möchte ich halt auch ein bisschen meinen Spaß haben, indem die Leute halt ein bisschen bescheuert aussehen, ne? Ist doch nur nett. Da wird's halt nicht langweilig. Kann ich den schon verhören, eigentlich? Nee, nicht Gleittritt, verhören. Was? Der weiß, dass ich immer auf dem Schlichen bin. Komm mal runter. Batman ist zurück! Ich kann dich nicht verhören. Okay. Ist ja ulkig. Wieso nicht? Hier ist doch aber gar keiner mehr. Wo ist denn hier noch einer? Der da drüben, der zählt? Weh, das war die falsche Richtung. Wo zielst du hin, Batman? Ich hab doch ganz woanders hingeguckt. Spring da mal rüber. So, und dann mach den mal einfach platt. So, wir haben hier so ein lustiges Gadget. Ach du Scheiße. Das war ja total fehl. Nein, nicht den! Nicht den, nicht den, nicht den! Nicht den! Batman! Batman, Contenance! Den heben wir uns für den Schluss auf. Du solltest den hier unten platt machen. Ach, schön, dass man es immer auf die Charaktere schieben kann. Sprungangriff? Stand es gerade da? Wieso steht es denn jetzt nicht mehr da? Komm, 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 komm. Noch ein Stück, noch ein Stück. Sprungangriff! Ja! Und schnell am Boden ausschalten, bevor es einer merkt. Gibt ja eigentlich nur den da drüben. So, und du wirst jetzt verhört. Ich hab ihn! Zack, im Rauch deiner eigenen Bitte, Existenz. Lüg mich nicht an. Hab gerade erst das Blut von einem deiner Freunde von mir abgewaschen. Das stimmt Nein, nicht mal. Ich werde dir alles sagen. Batman lügt. Genau das wollte ich hören. Im Industriegebiet haben wir was freigespielt? Wir sind doch gerade genau im Industriegebiet. Oh, wir stehen genau vorm Stahlwerk. Da ist ganz viel zu holen. Okay. Aber ich wollte erstmal wieder zurück. Okay, ich hol mir erstmal das da. Ja? Gut. Wo? Da. Ich glaube, es ist sowieso das Klügste, wenn wir erstmal alle Trophäen mit Batman einheimsen und uns Catwoman quasi ganz mit... Einmal, jetzt habe ich mir das Blut seiner Kameraden abgewaschen. Nein, nein, ich bin nicht hier. Wir sind nicht die ihr sucht. Die Jedi... Was? Das sind nicht die Druiden, die... So war der Spruch. Ah, alles klar. Freaks? Mit Routainbock? Kann man nicht fotografieren, ne? Nein, kein Objekt geortet. Aber eine Riddler-Trophäe sollte hier irgendwo sein. Oder? Sagt mir zumindest die Karte. Und das sagt mir auch dieses Batman-File-Dingens hier. Wo du auch bist, Batman! Ich werde dich finden! Wie wär's denn mal mit runterklettern? Und plumpsen lassen. Brauchst dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen, Batman. War klar. Jeder weiß, dass du dich lieber versteckst. Wo sollen die sein, Okay, da unten ist Wasser. Oh. Ich wollte gerade eine Freeze-Granate werfen. Nur zu! Lauf! Versteck dich! Ach, geht mir nicht auf den Keks. Dein Riesenschädel kannst du gar nicht hinter der Tür verbergen.
Alter, was geht denn da ab? Zack, 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 zack. Zack, und du kriegst noch so einen und BÄM! Und der Riesenschädel. Ich find's immer wieder schön. In diese, wenn er so ein ganz ernstes Gesicht macht und das ist aber irgendwie so groß. Kann man nicht ernst nehmen. Genau das ist meine Absicht. Wenn der Joker tot ist, muss er wenigstens die lustige Fresse von Batman noch für irgendeine Art von Humor sorgen. Da unten ist was zum Grapple. Ja, genau. Sowas können wir hier machen, dann mache ich das doch. Ah ja, ah ja, 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 aha, aha, ja, ja. Jo, Jodat! Schön! Die war gut versteckt. Wie soll man sowas sehen? Okay. Fahren wir mal wieder hoch. Und gucken wieder auf die Karte und suchen uns das nächste Opfer. Opfer, ey, du alter Opfer, du. Darüber bitte. Obwohl hier eins ganz in der Nähe ist, aber... Ich will einen großen Bogen ziehen. Und da wäre das jetzt quasi ein Umweg. Ah, da hinten schon. Oh mein Gott, hier liegt so viel rum. Und wir brauchen es alles. Wir brauchen es alles. Jeden Krümel, jeden noch so kleinen Krümel. Schockwelle, einfach nur, weil ich es kann. Wieso mache ich das nie im Kampf? Ich glaube, es würde sich echt lohnen. Alter, ist das ein Labyrinth? Das geht doch gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wir können unmöglich so viele kurz schließen. Das geht nicht. Ach du Scheiße, und ich kann auch nicht rauszoomen. Okay, wir können zwei, können wir kurz schließen, ja? Oh, wir brauchen kein einziges. Gut, dann brauchen wir halt eben kein einziges kurz zu schließen. Das war dann ja doch gar nicht so schwer. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Das überrascht mich. Das bin ich vom Riddler nicht gewohnt. Hier ist gleich noch eine. Echt? Genau hier? Genau hier? Genau da? Hä? Hä? Das habe ich nicht ganz verstanden, was es soll. Aber es hat irgendwie geklappt. Man muss einfach schnell hin und her trampeln, okay? Ah, ich weiß noch, was hier war. Ach du Scheiße. Oh, das wird schwer. Oh, hier war noch so ein... Wenn ich raus bin, falls ich hier rauskomme, verlasse ich sofort dieses stinkende Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Bloodhaven gehen. Ist überall besser als hier. Irgendwo noch so ein Riddler-Agent? Nein? Okay, die sind ganz schön ausgeflaut mittlerweile. Es gibt echt wenige von der Sorte. Gut, nächstes Geheimnis markieren. Wir müssen vorankommen, immer weiter. Hier ist schließlich alles voll. Okay. Dahin bitte. Da ist noch ein Rätsel zu knipsen. Stand ich da nicht schon mal davor? Weiß ich gerade nicht. Was ist denn das? North Gotham Typ. Spürt, wie es hier von Minute zu Minute schlimmer wird. Eilmeldung, verschwinde, solange es noch geht. Zwangsverkauf, Arkham City Story. Zwangsverkauf, wovon? Information. Um Arkham City erschaffen zu können, hat Bürgermeister Sharp im Auftrag von Hugo Strange große Teile von Gotham's Nord zwangsversteigern lassen. Ach so, stimmt. Ja, irgendwo muss der Platz ja herkommen für die ganzen Verbrecher. Jetzt habe ich gerade meine Fernbedienung weggeschmissen. Nein! Bleib bei mir! Ich brauche dich, um mein Intro zu starten. So. Große Teile von Gotham erinnert sich besorgte Bürger von Gotham daran, dass Bruce Waynes Eltern auf eben diese Straße starben. North Gotham to be Arkham City Side. To be Side. Okay. Was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die hier mal wirklich gewohnt hatten? Mit dem muss doch irgendwas passiert sein. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich suche weiter nach Riddler-Scheiße. Nach Scheiße? Ih, ist ja ekelhaft. Da oben, ich komme. Lutitu. Upp, Riddler-Trophäe. Plätzchen erreicht. Hier, komm hier ich irgendwo. Hier nur raus. Irgendwie muss das doch gehen, oder? Da drinnen, oder was?
Muss ja da drin sein irgendwie. Hallele. Ach so, ich dachte gerade, ich falle ins Wasser. Oh, was? Wirklich? So einfach? Na komm. Diese Riesenfänger. Wahrnehmung. Klick, klack. Und noch eine. Und gleich weiter nach links, jo. Zum nächsten Foto. Gleich dort vorne? Ja. Steht hier wer rum? Nö, hier habe ich schon alle K.O. gehauen. Sehr gut. Was ist das? Das ist doch der Rattenfänger, oder? Objekt zu klein. Na komm, wir machen was mal groß. Wurde diese Ratte ausgerottet oder bringt sie noch die Pest über Gotham? Der Rattenfänger. Wer das lesen möchte, kann sich das gerne durchlesen. Ist mir jetzt aber zu viel. Ich mache das später. Ich mache jetzt wieder weg, ne? Okay. Gut. 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 Wohin jetzt als nächstes? Es ist... Ey, so viel, ey. So viel. Wir brauchen noch viel mehr. Aber ich schaff das. Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam. Ich meine, ich bin zwar derjenige, der sich hier einen abstrampeln muss. Was blinkt denn da grün? Ach, es blinkt einfach nur so grün. Okay, gut. Ich friere mir hier den Arsch ab. Hier unten ist was? Drinnen, oder wie? Stimmt. Stimmt drin. Oh, guck mal, hier ist noch jemand zum Verprügeln. Vorsicht, die Fledermaus! Hä? Hat er doch getroffen? Komm, ich will mal die Spezialkombo... Ah, jetzt hat er mich doch noch getroffen. Ich muss das mal üben. Kleinen Moment, bitte. Kleinen Moment. Zack, zack, zack. Ja, genau. Genau so. Man muss nämlich, man darf Kontern nicht gedrückt halten, sondern man muss zwischendurch loslassen und ihm quasi die Chance geben, dich eventuell doch zu treffen. Und meistens nutzen sie diese Chance auch sehr gut. Zumindest in meinem Fall. Aber wenn man es schafft, trotzdem nicht getroffen zu werden, dann wird man halt belohnt, indem man den sofort K.O. schlägt. Wo ist jetzt diese Riddler-Trophäe, bitte? Irgendwo hier? Es zeigt genau hier hin. Hier gibt es nichts zum Hochklappen, Hochfahren, sonst was. Vielleicht ist hier unten was. Hallo? Nö. Gut, dann schauen wir mal rein. Das müsste ja die Bude von Seth sein. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Wir dürfen es ja gleich sehen. Vielleicht ist hier drin auch das Ding zum Fotografieren. Okupado, kleinen Moment bitte. Ich will noch gucken. Ich will noch gucken. Liebes Auto, verschone mich. Okay. Da hinten irgendwo. Gut. Ich werde mich umschauen. In der nächsten Folge. Denn jetzt ist Schluss. Denn wenn das Lied klingelt, muss ich Schluss machen. Das ist so ein bisschen wie, als ob Mutti zum Essen ruft, nur halt... ruft nicht Mutti und es gibt auch nichts zu essen. Es gibt was zu trinken. So. Oh mein Gott, das wird lange dauern. Das wird so lange dauern. Ich kann ja nochmal kurz gucken. Das interessiert mich gerade. Wie viele Riddler-Trophäen haben wir jetzt eigentlich zusammen? Bestimmt bei weitem nicht genug. Wir brauchen noch... 37. Okay, da haben wir doch ganz schön viel jetzt gesammelt. Krass. Wir haben bei 323. Wir haben jetzt 20 zusammen. Wir brauchen noch knapp 40. Okay, gut. Das wird schon irgendwie. Das wird schon irgendwie. Es dauert zwar, aber so ist es halt eben in solchen Spielen. Man kriegt halt den 100%-Part nicht geschenkt. Aber ich habe es mir ja vorgenommen. Und wenn ihr euch beschweren wollt, dann beschwert euch bei Bobby. Nein, ihr dürft euch natürlich auch gerne bei mir beschweren. Schließlich ist es ja meine Idee. So. Aber jetzt ist erstmal Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis es soweit ist, sage ich, ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio.